Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Day of the Tentakel. Ich freue mich auf dieses Abenteuer und ich bin so froh, dass ihr mich begleitet. Das macht richtig Spaß mit euch. Wir stehen genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich hier vor diesem Chron-O-John-Zeitreisegerät. Und ja, wir sind jetzt hier in der Zukunft und wir können jetzt über die Tasten... Wow, vielleicht habe ich sie oben. Vielleicht das ist hab es. Ich sie oben. Sie sind oben. Oben. Okay, wir können jetzt hier über die Tasten 1, 2, 3, ihr seht das jetzt nicht, können wir aber die Charaktere, glaube ich, wechseln. Nee, noch nicht. Soweit sind wir noch nicht. Okay, das geht noch nicht. Also müssen wir jetzt definitiv irgendwas hier machen. Okay, da geht es nicht mehr weiter. Hier können wir das Blubberzeug wieder in den Fluss spülen. Angucken. Ich glaube, das ist der Hebel für die Matschmaschine. Hebel für die Matschmaschine. Benutze. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Ah, okay, wir haben sie ausgemacht. Es kann auf jeden Fall niemand mehr... verseucht werden. Hamster. Schau an, Hamstergenerator. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Benutze. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Ah, okay. Benutzen, dann will er das selbst benutzen. Schwarzes Brett. Schaue. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. 1 Gigavolt. Gibt Patentanmeldung. Oh, nee. Nehme... Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Oh nein. Er hat es direkt gecheckt. Er hat direkt gecheckt, dass wir die genommen haben. Sie haben sie wirklich weggespült. Ah. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit. Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chron-O-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Eine Zeitfluss-Strudelkammer. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Oh, die Stimme geht mit durch. Hallo? Dr. Fred? Die Stimme können Sie mich geht mit hören? Durch, das ist geil. Mist! Haben Sie etwas gehört? Oder nee. Doch nicht? Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi, komm hier rüber. Doch, die Stimme geht mit durch. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Komm Hogi, fass das los, Fred, wird dir gefallen. Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Ur. Ist er nicht Urgroßvater, er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge, hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Yeah, Hogi läuft. Hogi ist mein Homie. Also ich glaube, jetzt gucken wir, das sehen wir nochmal da stehen. Aber gefühlt, also der Bauch, die Brust, das Benehmen, Hände in Taschen, lässige Treter, zu lange Haare. Ja, doch, Hogi hat was von mir. Okay, Toilette. Nimm Toilette, das wird wohl nicht gehen, oder? Da gibt's nichts. Schau, es hat keinen Strom. Chron und John nicht schon davon. Ich möchte nicht ausgesperrt werden. Okay. Toilette, öffne die Tür. Diese Tür ist wohl verriegelt. Bäh, das stinkt. Geht alles nicht. Damentoilette? Diese Tür ist wohl... Da würde ich eher einen Baum benutzen. Hier und Treehouse. Na, dann gehen wir doch mal... Gehen wir doch mal weiter. Unterdessen, 400 Jahre später... Holt mich hier runter! 400 Jahre!
4 und der ist 200 Jahre in die Vergangenheit und sie 200 Jahre in die Zukunft. Ja, Respekt. Ah, okay, Gasthaus. Ach, hier ist Inventar, Dosenöffner, Patentanmeldung. Und da können wir zu dem anderen Typen wieder rüber wechseln. Er ist total verschmutzt. Das dreckiger zu machen hilft auch nicht. Okay, damit können wir nicht viel anrichten. Gehen wir mal hier rein ins Haus. Oh, warte, da ist ein Briefkasten. Briefkasten. Geschlossen. Ziehen. What? Hey, der Was Pony Express. Der Pony Express, ja, aber hallo. Öffnen. Brief. Nutze Brief, schau an. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ja, dann. Hey, der Pony Express. Okay, was müssen wir machen, Leute? Wir gehen mal in das Haus und schauen mal, was da so abgeht. Das Haus ist ziemlich schief und krumm. Es ist wieder sehr, sehr, sehr geile Grafik. Tür öffnen. Tür. Ich will nicht. Ah. Oh, hallo Mumie. Rede mit Mumie. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe was für Red Edison. Toller Hutmann. Bis später, Kumpel. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Toller Hutmann. Dein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat dein Hut. Ich mag Pyramiden. Das sieht also privat aus. Woher weißt du? Bis später. Ich glaube nicht, dass uns das was nutzt, wenn wir uns mit dem unterhalten. Da ist eine Tür. Hier können wir noch um die Ecke gehen. Ach, guck mal, das ist das gleiche Haus. Das ist exakt das gleiche Haus. Das ist die Uhr von damals. Das heißt, hier müsste jetzt auch ein Geheimgang sein. Vielleicht verbirgt sich dahinter der Eingang in ein Geheimlabor. Also wir können da nicht reingehen. Oh doch, wir können da reingehen. Ach, guck an. Da haben wir ihn ja. Deuce. Schwarzes Brett. Ich möchte mal kurz das schwarze Brett. Voll mit Plänen und Müll. Den interessiert das nicht. Okay, dann gehen wir mal zu Red Edison. Und reden. Hey. Was gibt's? Ey, der sieht genauso aus wie der Doktor aus der Zukunft. Nur mit diesen, Lockenkopfhaaren und so, wie man sich das halt vorstellt von früher. Du kommst mir bekannt vor. Was machst du da? Ich latsch dann mal ein bisschen rum. Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Ja, wer denn auch? Vielleicht hast sonst? Du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oh, ein Journal. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ist ja nicht so freundlich, ne? Hier direkt mal Dummkopf und so. Ist ja, ne? Bin nicht so nett. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen.
Was erfindest du? Okay, das kann das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen. Findet den Post-it. Okay, ich kann das aus irgendeinem Grund wieder fragen. Normalerweise verschwinden die Sätze, wenn man sie gefragt hat. Also hier ist diese Satzauswahl. Normal verschwinden die, wenn man sie ausgewählt hat. Der bleibt irgendwie stehen, aber keine Ahnung. Dann sage ich mal bis später. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. So, was gibt's hier noch? Gibt's hier noch irgendwas? Oh, Laborkittel. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Okay, nur Angestellte. Wenn ich jetzt... Hey! Was gibt's diesmal? Ich latsch dann mal ein bisschen rum. Tja, dann lauf aber nicht über etwas Zerbrechliches auf dem Weg nach draußen. Nein, machen wir nicht. Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Okay, dann, da ich hier keine anderen Optionen sehe, gehen wir wieder nach oben. Schauen mal, was wir tun können. Treppen und Tür. Gehen wir vielleicht erstmal die Tür, dass wir das Erdgeschoss erstmal durcharbeiten. Öffne Tür. Oha, was ist denn da los? Da ist noch eine Tür. Der Kamin. Rauchdetektor. Rauchdetektor, dein Ernst? Der Vogel ist der Rauchdetektor mit einer Glocke, mit einem Stock in den Käfig rein. Ding, 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 ding. Ja, auch nicht schlecht. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Was? Ich wollte den Kamin anmachen. Wieso komme ich denn jetzt aufs Dach? Okay, das hat später mit Sicherheit noch Relevanz. Geil, wie er sich aus dem Kamin rausgewitscht. Flaschenzug. Das ist zu kompliziert für mich. Fenster öffnen. Das ist von einem Bett blockiert. Na, dann öffne halt das Fenster. Das ist schon auf. Ja, dann geh da doch rein. Was für eine niedliche Miezekatze. Ja, spielt so lieb mit der Maus. Drücke Katze. Hoppla. Ziehe Katze. Hoppla. Das soll ich wohl nicht machen. Benutze Wozu Katze. Wozu benutzen? Nimm Katze. Oh. Hoppla. Ich glaube, ich muss aufhören. Ich glaube, das mag die nicht so. Okay, rote Farbe. Naja, Farbe halt. Und die nehmen wir mit. Die packen wir ein. Zack, kann ja nicht schaden. Netzbett. Jetsbett. Okay, was gibt's noch hier? Falltür. Ist geschlossen. Gucken wir uns mal erstmal die Betten kurz an, ob da irgendwas ist. Sehr spartanisch. Wohin damit? Sehr spartanisch. Das Spielzeug von der Katze. Katzen stehen auf sowas. Hoppla. Nehmen kann ich's nicht. Benutzen. Hä? Was? Nochmal. Benutzen. Benutze das Spielzeug Quietschmaus mit Tür. Ist geschlossen. Benutze Spielzeug Quietschmaus mit Fenster. Das kann ich nicht machen. Okay, dann machen wir mal die Tür auf. Gehen wir mal gucken, was hier los ist. Ich hätte mal unten mit dem Typ. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ein echtes Pferd auf dem Flur. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Oh nein, hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Das ist die Pferdeprothese und das Pferd spricht mit einem. Das sind Goldzähne. Pferd. Das Pferd hat Goldzähne. Selber Hai. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt.
Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ja, im ersten Stock eines Hauses, warum nicht? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Okay, das Pferd, das Glas, keine Ahnung. Können wir das nehmen? Ich glaube nicht, dass ich das will. Ah, okay. Wir öffnen mal die Tür hier. Oh, was ist denn da los? Sieht aus wie... Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, McCoy, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Das ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Jo, halt und still, der linke ist Jet. Rechtshänder und der rechte ist Linkshänder. So, ich traue mich kaum zu fragen, eindeutig. Sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Ja, der hat nämlich hier das Schwert in der linken Hand und der hält den Hammer mit der rechten Hand. Also ist er Rechtshänder, er Linkshänder. Ob das relevant ist, weiß ich noch nicht. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? So, Leute. Nein, das sollst du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme. Außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden. Aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix. Den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an. Ich bin kein Marmorhändler. Hartes Zeug ist mein Leben. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium. Daher danke. Nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Oha, wieso sind eigentlich alle in diesem Spiel unfreundlich? Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Aus der Zukunft. Aus dem Tal, aus der Zukunft. Ich kann mich nicht erinnern, ich bin viel unterwegs. Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft, aufgepasst. Mann, es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst. Wäre das nicht traurig, wenn der einzige zeitreisende Mensch überhaupt so ein Typ wäre, der so die ganze Zeit so da steht, Hände in der Tasche, oh Mann, ey, ich bin der coolste Typ und ich bin hart, das Leben ist hart, aber ich bin härter, wa? Ich hab hier mal so ein Totentopf-T-Shirt mit Flammen an und so ein Käppi rückwärts. Meine Augen kann man nicht sehen, aber ich bin halt der Typ aus der Zukunft, ne? Oh je, wenn die Zukunft das nur zu liefern Entschuldigung, hat, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Doch, eng, da kann man nichts machen. Das ist zu spät. Das ist, wie es ist. So, können wir hier noch irgendwas anstellen? Jet, wir können auch mit Jet reden, oder was? Die Tonne? Kann ich die Tonne klauen, damit er seinen Hammer nicht ablegen kann? Ich will nicht. Ob da wohl was zu essen drinne ist? Kann ich seinen Hammer klauen, wenn er den ablegt? Ich hätte gern den Hammer geklaut. Oh, das ist ja ein Rechtshänderhammer. Das hat mit Sicherheit hat das noch eine Relevanz. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Nö, will ich nicht. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Will ich nicht. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Ich will ihn nicht zurückgeben. Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Oh, ich muss ihn zurück. Okay, 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 aber ich kann ihn nehmen. Das heißt, wenn ich einen... Bitte, gib mir meinen Hammer zurück. Moment, ich muss erstmal das Inventar aufmachen, den Hammer wieder rausgeben. So. Wenn ich einen Linkshänderhammer finde und lege ihm als Rechtshänder den Linkshänderhammer hin, kann er nicht mehr schlagen. Und er merkt aber nicht, dass der Hammer verschwunden ist. Das wäre lustig. Jetzt kriegen wir noch kurz den Chat. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Wow, der blinzelt nicht mal. Okay, stören Sie mein Model nicht. Gut, dann lasse ich erstmal hier die Jungs wieder machen und gehe mal wieder die Treppe runter.
hier noch Türen? Open. Drachenpläne. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Kalender kann ich nichts machen. Weinflasche. Oh, Wein ist gut. Tweak. Konnte ich mitnehmen. Spiegel. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Ich würde sagen, das ist der Plan für einen Plan. Doch nur ein Kaffeefleck. Bensbett. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Schublade. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Oh, komm schon. Na gut, dann gehen wir da wieder raus. Gucken, was hier los ist. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ja, damals war die Welt in Amerika noch in Ordnung, ganz ohne Trump. Ja, da war die Welt noch, ich sag's euch, heute, ja, Trump, das ist alles nicht, nee, so nicht. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen chromophaben Robotradler aufhaben? Wäre es mit einem Totenkopf und Skorpionen im Mund? Er sollte ein Hologramm mit drauf sein. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Wow. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Absolut. Ich finde, das passt zu Amerika. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Wir können da einen Plan hinlegen. Wir müssen nur... Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was... Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Sieht bequem aus. Betty Ross, Nähmaschine. Hau ab, oder ich stech dich. Okay. Wir können da noch nicht viel machen, aber ich glaube, wir können irgendwann einen Fahnenentwurf da hinlegen. Bin mal gespannt, was das bedeutet. Oh, das ist ja auch geil. Hier geht's in ein Zimmer, hier um die Ecke rum geht's auch ein Zimmer, aber eigentlich müsste das hier so rein gebäudetechnisch das gleiche Zimmer sein. Ist es aber nicht. George sleeps here. King George, ja? Die Kordel? Das sieht aus wie eine Glocke oder so. Ich wette, dies für den Diener, wie im Fernsehen. Oh, das könnte sein. Hier bin ich, ja. Immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Ja, genau, mein Name ist George Washington. Hallo, Putzfrau, ich will mit dir reden. Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Wieso nennt sie mich nicht so weit, weil das George Zimmer ist, aber die muss doch wissen, wie der aussieht. Hast du auch Putzzeug? Mach ruhig weiter. Mein Name ist nicht Washington, er ist Hoagie. Ha, genau, das ist witzig, Mr. Washington. Man stelle sich vor, benannt nach einem Sandwich. Na gut, du hast recht, ich bin Washington. Ich wusste es. Sie ist cool drauf, die Lady. Hast du auch Putzzeug? Wie die meisten Putzfrauen habe ich es auf meinem Wagen. Im Gang. Nein, ehrlich, ich bin nicht Washington. Sie sind George Washington. Beruf Gründungsvater. Ja, das steht super. So beim Einwohnermeldeamt. Ah, wenn das so steht, dann muss das so sein. Das ist nicht mein Zimmer. Nun, Sie haben hier ein ziemliches Durcheinander verursacht. Keine Chance, mich reinzulegen, Mr. Washington. Mach ruhig weiter mit deiner Arbeit. Ja, es gibt viel zu tun. Okay, wir gehen mal raus. Vielleicht finden wir auf dem Putzwagen irgendwas. Ah, der ist jetzt da, ja. Seife. Aha, geh da weg. Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab. Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay, die Seife klauen können wir scheinbar nicht mal einfach. Jetzt wollte ich auch mit dem Typ hier vorne nochmal reden. Aber vielleicht können wir die Seife klauen, um die Tür zu machen und sie es nicht sieht. Wen haben wir hier? John Hancock. Oh, da ist ja noch jemand. Thomas Jefferson. Der Verfassungsentwurf. Okay.
und George Washington. Na, hier geht's ja nochmal rund. Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Hat er gerade sein Gebiss mit der Zigarre mit rausgenommen? Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Hey, Finger da weg. Okay, ich darf nichts raufschreiben. Washington. Was hat denn Washington zu sagen? Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Tolle Antworten. Boah, beeindruckend. Mein Name ist Hoagie. Und weiß Mrs. Washington, dass du so viel Make-up trägst? Wahnsinn. Na klar. Wahnsinnsauswahl. Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident wählen? Ich bin ein großer Bildungsfan. Ich glaube, Ökologie ist sehr wichtig. Je nachdem, wie viele Kirschbäume du gefällt hast. Hängt davon ab, wie viele Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten. Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Also wirklich Holzzähler. Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Das Pärchen da am Baum? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Wo kann man die bekommen? Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Rivere gemacht. Hat er nicht die 3D-Brille erfunden? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Nun, ich muss gehen. So, Freunde, das war die zweite Folge von Day of the Tentacle. Wir sind noch nicht so weit gekommen, aber wir sind zumindest in die Vergangenheit und in die Zukunft gereist. Wir haben die Pläne durchgeschickt, um unsere Batterie zu bauen. Und wir sind jetzt dabei, ja, herauszufinden, was wir hier eigentlich tun sollen. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, lasst ein Glöckchen da, damit ihr immer mitkriegt, was Neues läuft. Und Prosit. Und ja, ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder willkommen zu heißen. Bis dann, eure Bustrainer. Macht's gut.